Ich muss vielleicht mal die Kamera wieder justieren. Die hat sich komplett dekalibriert. Ich bin mittig. Komisch. Ich möchte die Kamera auch ein bisschen umpositionieren. Keine Ahnung, so wäre ich mittig ungefähr, aber so sitze ich halt schon halb links. Naja. Vielleicht wenn ich hier bin und es kalibriere. Ist dann besser? Dann ist es ein bisschen besser. Gut, Titel muss ich jetzt noch umstellen. So. Okay. Wo waren wir denn stehen geblieben? Hier wollen wir. Ja, genau. Das hatten wir soweit fertig. Verdiente Taler habe ich aufgegeben. Erleide keinen Schaden bei Entkommen aus dem Schloss. Und verfehle keinen Angriff bei Glaube. Das wollte ich probieren. Time Attack? Ja, die Time Attack gab es bei mir auch. So, wir probieren uns also nochmal an dieser Mission. Die ganzen Zeitmissionen werde ich wahrscheinlich eh nicht schaffen. Aber naja, es ist halt so.
Mist. Oh, kann noch mehr attacken. Ja, mach das ruhig. Viel Erfolg. Und ja. Ja, ist verständlich, mach ruhig. Ich mach dir doch gerne Vorwürfe, dass du einkaufen gehst. Ich mach sowieso nicht mehr so lange jetzt, wie gesagt, noch 1,5 Stunden. Und dann... ja. Wird jetzt wenigstens wieder ein bisschen regulärer, dieses Spiel hier kommen. Das heißt, jede Woche jetzt wieder Kingdom Hearts, bis ich durch bin. Was nicht mehr so lange dauern sollte. Tatsächlich. Also ich bin ja schon kurz vor durch. Alles, was jetzt noch fehlt, ist ja... Alles, was jetzt noch fehlt, ist ja nur noch das zu schaffen, was ich noch schaffen kann. Was, wie viel das auch immer noch sein mag. Warum macht er das jetzt sehr öfters? Ich habe das noch nicht ganz verstanden, wann er das macht. Schwierig jetzt den Boss zu trainieren, ohne es zu wissen. Ich müsste die Kamera versuchen, mal ein bisschen anders zu kalibrieren. Mal. Okay. Vielleicht eher so gucken. Wenn ich das jetzt, ach, jetzt ist es wieder. Gut, ich muss jetzt mal wieder so kalibrieren. Okay. Sollte es jetzt wieder besser mittig sein? Und vielleicht ist auch meine Mundbewegung besser zu sehen. Ich glaube schon. Und auch meine Augen sind ein bisschen besser, was, ja, genau, was Zwinkern und Halbaugen angeht. Weil sonst denkt er nämlich immer, wenn ich zu tief gucke, dass, ich halt meine Augen nur so halb offen habe. Liegt aber eigentlich daran, dass, ja, ich einfach bloß ein bisschen mehr gesenkt den Kopf habe. Wenn ich nicht direkt in die Kamera gucke. Ich habe es immer so kalibriert, dass ich direkt in die Kamera gucke. Das ist wahrscheinlich der Grund, weswegen das ein bisschen blöd war gerade.
Alter, warum machst du das jetzt schon sofort? Ich glaube, jetzt macht er den Schlag. Ja. Ich glaube, dann sagt er einfach nichts, wenn er das macht. Ah, okay. Okay, jetzt kommt wieder das. Jetzt kommt der Schlag. Ja. Okay, es ist also kein Fehler. Es ist halt wirklich so gewollt, dass er dann einfach kein Gestöhne macht währenddessen. Oh, er ist K.O. Aber gut, dann habe ich ihn aus dem Berserker-Modus raus. Ich weiß bloß noch nicht gerade, wenn er aus dem Berserker-Modus raus ist, wie ich ihn dann kämpfen muss gerade. Aber ich habe zumindest den Berserker-Modus jetzt wieder verstanden. Ja, ja. Ich wollte dich nicht anvisieren. Ach.
Okay. Was? Autsch. Ja, das muss ich ein bisschen anders durchführen. Den Boss zu besiegen wird schwer. Ja. Ah, das ist ja bei allen Bossen so. Ich weiß noch nicht, wie ich Riku ohne Verfehlen machen soll. Beziehungsweise die Schatten. Die Neo-Schatten. Schattenschalks, genau. Schattenschalks war die deutsche Bezeichnung. Die muss ich auch schaffen in der Mission. Mal. Was zum? Natürlich deutlich mehr Schaden, glaube ich, in dieser Phase. Trotzdem. Er haut ordentlich rein.
Stuffed. Oh, du liebst diesen Move gerade, ne? Bin ich nicht genug getroffen worden, um damit der Counter
mir das übel nimmt, aber... Trotzdem interessant. Aua. Oh, na, da geht mein Abzeichen dahin. Töte mich. Gut. Naja, die gute Nachricht ist, wir haben noch eine gute Stunde, um den Boss zu besiegen. Und ich hätte mir jetzt halb tot gehabt. Das sollte nicht mehr lange dauern. Was allerdings noch lange dauern kann, ist Riku. Ich meine, der Bosskampf ist an sich nicht schwierig, aber die Mission, ich weiß nicht. Da mache ich mir ehrlich gesagt Sorgen. Ich weiß auch nicht, ob ich die wirklich schaffen werde oder machen werde. Mal gucken. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wo ich die Goldkronen dann herkriege. Das ist mein nächstes Problem. Aber erstmal gucken, was ich alles erreiche.
Okay. Ich muss schon sagen, der Kampf läuft schon deutlich besser. Oh. Ah, das war dumm. Das war richtig dumm. Sagte er und hat genau in dem Moment einen Fehler gemacht. Na gut. Solange es bei dem einen bleibt. Was kommt jetzt? Okay. Das war's für ihn. Oh, das ging schnell. Hat etwa seine Aura nur so Kraft wie seine Rechtslebensenergie? Gut, ich habe ihn besiegt. Und meine drei Siegel. Verfehle keinen Angriff. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich das schaffen kann. Ja, ich bin halt schon jetzt so gut wie tot. Ich habe gerade mal einen Schlag gemacht. Und ich habe jetzt schon verfehlt. Wow. Jetzt kannst du sowas von vergessen. Okay, ich probier's mit dem Luftschlägen, aber auch das wird wahrscheinlich nichts klappen. Thank you.
Ja, danke. Direkt einfach mal in den Boden verschwunden und schon hat sich die gesamte Aktion erledigt. Deswegen hasse ich sowas. Ja. Es ist zwar einer weniger, aber... Ich weiß nicht mal, wie viel ich besiegen muss. Okay. Könntet ihr mal aufhören, die ganze Zeit eure Dash-Attacke zu benutzen? Hat doch als getroffen geführt. Ist gut. Bitte keine Fehlschläge. Ich hätte ganz gerne ein Target. Naja, ausgerechnet der geht natürlich jetzt in den Boden.
Okay, ich habe irgendwie getroffen, scheinbar. Sind es nur noch drei? Scheint so. Hier geht jetzt Boden, oder? Ja. Zumindest das habe ich mittlerweile verstanden. Woran man das erkennt. Bleibst nur noch du. Okay. So, Rico, wie verhältst du dich? Wie kann ich dich immer treffen? Okay, das ist jetzt zumindest nicht als Fehlschlag. Gut, das war ein Treffer. Okay. Stimmt, das konntest du. Ich weiß nicht, ob ich wirklich eine Kombo rausholen möchte. What the fuck? Es ist zurückgekommen. Okay, Doppelschlag funktioniert schon mal. Will ich einen Doppelschlag riskieren? Wieso kommt der zurück? Es ist voll unerwartet, dass er zurückkommt. Warum? Jetzt habe ich schon mal diese Schattenschalks besiegt. Dann das.
natürlich hast du trotz Anvisieren nicht getroffen. Was sind die Bedingungen? Gegner ist 25 Level höher. Ich weiß gar nicht, was ein Standard-Level ist. Wieder runter, oder? Ja, der geht wieder runter. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Nee, doch nicht. Okay, es ist Zweierangriff ist besser. Dritte macht mir Sorgen. Ich wusste, dass das gefährlich ist. Einfach nur bei allen seinen Attacken gewähren zu lassen. Okay. Verstehe, die Attacke ist weniger gefährlich. Wenn ich sie unterscheiden kann, kann ich angreifen. Die gefährlicher ist. Ja, genau, ich wusste es. Das ist die kleine. Gut. Ich kann sie unterscheiden. So
war die Kleine, verdammt. Ich glaube, er sagt doch immer, es ist over. Dann. Ja. Okay, das ist die Große. Hat er jetzt nichts gesagt. Guck mal, ob das immer so ist. Ich mag den Crit-Schaden. Irgendwann kommt nur noch Phase 2, da bin ich mich schon darauf vorbereitet, dass es anders wird. Sehr gut, wir haben fast den vierten Balken weg. Jetzt zwar noch endlos viele, aber... verletzen können gerade irgendwie komisch. Okay, das war riskant. Ja, es ist jedes Mal vorbei für dich, wenn du das abfeuerst. Sehr schön, wieder zwei, wieder ein Crit. Doppelter Crit hintereinander. Da ist der fünfte Balken weg. Oh nice, noch ein Crit. Das Schild ist eigentlich fast immer auch ein Extra-Hit. Was ich sehr schön finde. Ich weiß nicht, ob es in Phase 2 auch noch ist. Noch habe ich nicht verfehlt, was ich gut finde.
Taktik klappt. Der einzige Treffer, der leider auch meinen Schutzengel ausgelöst hat, war, weil ich noch sicher gehen wollte wegen den Projektilen. Der würde mir also wohl wahrscheinlich nicht nochmal passieren im nächsten Kampf. Okay, jetzt ist er in Phase 2. Was konntest du nochmal in Phase 2? Ich hab's schon vergessen. Es ist so selten, dass ich dich bekämpfe. Okay, das war basically dieselbe Attacke, ich verstehe. Basically dieselbe Attacke. Also im Grunde leuchtet nur das Schwert momentan. Ist auch das die gleiche Attacke, die du schon vorher drauf hattest. Was kannst du denn Neues? Okay, deine Reichweite ist wahrscheinlich ein bisschen erhöht, aber sonst. Vielleicht ist deine Stärke erhöht, aber. Kannst du praktisch dasselbe, oder? Vielleicht machst du diese Attacke jetzt häufiger. Weiß ich nicht. Bis jetzt sehe ich noch keinen Unterschied großartig zu Phase 1. Zumindest keinen signifikanten. Balken, beziehungsweise 6 mit dem, der aktuell ist. Okay, das ist neu. Okay. Das war so eine Attacke. Ist ungünstig, wenn man nicht mehr weiß, wie ich der Ausweich gewichen bin. Verdammt. Das war das Neue in der zweiten Phase. Ich weiß nicht, ob ich sie blocken kann oder ausweichen muss. Ausrollen wahrscheinlich dann eher. Weil weggegleitet bin ich ja gerade nicht gekommen. Aber das ist tatsächlich machbar. Wow. Überraschenderweise komme ich auch mit denen jetzt hier schon deutlich besser klar. Jetzt, wo ich auch eine Angriffsstrategie für die habe. Nee. Gut, sollte natürlich nicht unterschätzen, wie viel Schaden sie trotzdem noch machen, wenn sie mich mal treffen. Okay. Okay. Ah, ja. Ich gebe mein extra Leben da drauf. Okay. It's over.
Ne, bei 6 Balken hat er dann angefangen mit seinem Ultimate. Ich weiß nicht, ob er es immer an der Stelle macht. Ich bin dumm. Ich habe nicht richtig reagiert. Und da mein extra Leben schon weg war, tja. Boah, ist schon erledigt. Ich frage mich nebenbei, wie viele Erfahrungspunkte ich noch kriegen kann. Ich meine, irgendwann muss man ja Level 99 technisch gesehen sein. Und dann sollte man ja eigentlich nichts mehr ausrüsten können. Da wird ja wahrscheinlich die Level-Verstärkung irgendwie wegfallen, nehme ich an. Deswegen gehe ich noch nicht aus, davon aus, dass ich jetzt schon Max-Level wäre, im Prinzip. Mist. Ah. Okay. Ah, verdammt. Nein, zum Glück habe ich Heilung. Zum Glück darf ich Heilung nutzen. Wow. Ich hab... Ach, verdammt, ich hab doch eigentlich abbrechen wollen. Ich hab Viereck gedrückt, um abzubrechen. Nicht, um die Kombo zu vervollständigen. Ja, ich weiß, dass es noch 29 Minuten bis 20 Uhr ist. Ich hab... Ja, wenn ich wirklich Punkt 20 Uhr Schluss mache, ist das so vollkommen okay. Die anderen sind sowieso nicht vor Punkt 20 Uhr da. Alter, alle? Okay. So. Jetzt keinen so dummen Fehler wie vorhin machen, dann geht das wieder. Schön, wenn es vorbei ist. Aber es ist leider immer für dich vorbei. Ich weiß auch nicht, wie es kommt.
Sorry, aber deine erste Phase habe ich mir komplett raus. Du kannst mir nichts. Die dauert einfach nur lange. Ja, ich will ihn ja zerstören. Das Problem ist, ich muss das super vorsichtig angehen. Nicht, weil er mir zu gefährlich ist, sondern einfach bloß, weil ich keine Attacken verfehlen darf. Einmal verfehlt und ich kann den ganzen Kampf von vorne anfangen. Ich liebe es einfach, dass der Block in Days so super lange geht. Weil ich habe immer das Gefühl, dass ich zu früh blocke und dann geht der Block trotzdem noch durch, weil der Block einfach super gut ist. Dadurch, dass ich den hier aufwerten kann. Du kannst gerne deine Barriere benutzen, plus leider bringt es nichts. Es ermöglicht mir nur eine weitere Kombo. Eigentlich kriegst du mehr Schaden durch die Barriere, als wenn du sie nicht benutzt. Okay. Es ist dir nur nicht langweilig, wenn du jemanden bannen kannst. Okay, bald erreichen wir Phase 2. Das war knapp. Das war verfehlt. Das hätte mich fast getroffen, weil er verfehlt hat. Okay, das war Bodenkombo, das war mir unlieb, aber es hat trotzdem noch getroffen.
6 Balken müsste eigentlich fast Phase 2 sein. Ja, Phase 2. Der auch noch in Phase 2, verstehe. Da hat er doch zwei neue Attacken drauf. Ich wäre übrigens sehr verbunden, wenn du dein Ultimate nicht benutzen würdest. Ich immer noch nicht weiß, wie ich damit umgehen muss. Jede andere Attacke ist okay. Das letzte Mal hat er es zu diesem Zeitpunkt schon benutzt, also... Ah, und da kommt er. Okay, gut. Ausrollen. Hat ganz gut geklappt. Ich hoffe, das ist beständig. Das macht Angst. Es hat aber wieder geklappt. Und nicht schon wieder. Nein, ich habe mich treffen lassen. Auf der letzten Attacke, aber nur weil sie statisch ist. Verdammt. Oh nö, ernsthaft? Arschloch. Ich sollte mal probieren, beim nächsten Mal zu blocken, wenn ich noch... ...die Möglichkeit dazu habe. Aber auf der anderen Seite... Ich habe jetzt, glaube ich, gute 14 Minuten gekämpft. Ich habe noch 15 Minuten. Und er war noch nicht ganz tot. Ja, ich weiß, das ist ein Scherz. Das war, ich habe jetzt auch nicht dich angeprangert, sorry. Wenn das so klang. Ich probiere jetzt eine andere Mission, weil ich einfach nicht mehr die Zeit habe für die Glauben-Mission. Aber die Glauben-Mission ist auf jeden Fall mein nächstes größeres Ziel. So, jetzt einfach keinen Schaden bei diesem Gegner erhalten. Das sollte hoffentlich machbar sein.
Ja. Klinge ist fast besiegt. Wenn ich ihn nochmal so auf so einen Trick reinlegen kann, ist er tot. Ja, er ist besiegt. Und ich habe meine drei Siegel noch. Perfekt, das ging easy. So. Pen and Paper. Okay. Viel Spaß dabei dann. Gut. Das wäre erledigt. Stelle eine Bestzeit auf Trägergeist. Ich meine, ich sollte es probieren. Alles so eine Stelle eine Bestzeit auf. Hier, leider keinen Schaden, ist das Bessere. Ich glaube halt einfach, dass die Stelle eine Bestzeit auf eigentlich die einfachen Missionen sein sollen. Und erlände keinen Schaden, die schweren, aber die schweren sind für mich die leichteren. Und die Sturmwinde, die werden aber auch ewig dauern. Ich weiß nicht, wie lange die Mission dauert, was haben wir hier noch? Sammle möglichst viele Herzpunkte, ja, das war ja das, was ich zwangsweise machen musste. Das war eine Katastrophenmission. Erleide keinen Schaden, besiege die Lawine. Die Stufe auf 20 begrenzt keine Offensivmagie, das kann ich probieren. Das können wir probieren. Ich hab's gewusst. Das sind verfolgende Projektile. Ich muss sowieso von den anderen Herzlosen mal ein bisschen weg. Ich erinnere mich noch, dass die anderen Herzlosen gefühlt endlos gespawnt sind. Die waren Nervigkeit in diesem Level waren. So abhauen. Also verfolg mich, du Sturmwinde. Was? Oh Mann, ich hänge irgendwo fest. Meine Fresse, blöde Scheißinsel. Okay, perfekt. Nicht so perfekt. Nicht so perfekt, nicht so perfekt. Hier verstecken? Ja. Ja.
Wieder nicht getroffen. Okay, er schießt wieder. Weg hier. Nochmal. Schon wieder. Muss man aufhören, deine Projektile zu schießen? Die gehen mir auf den Sack. Schön, noch ein Crit. Ja. Okay, noch ein oder zwei Kombos, dann hätte ich dich. So, okay. Gab schon seit Gen 2 in Eier, mit Eiern, okay. So. Vernichte Schattenflecken. Nochmal Bisszeit. So wenig Angriff wie möglich bei der herzlosen Bedrohung. Ach du. Okay, gut. Basically soll ich da wieder mit Magie angreifen. Könnte man probieren, aber nicht jetzt. So. Organisationsembleme ist vielleicht das Einzige, wo man noch eine Bestzeit aufstellen kann. Was zum Fick? Achso, ich verliere dauerhaft Schaden, ich verstehe. Ich kriege ja dauerhaft Schaden, alles klar. Ich dachte jetzt schon, ich werde getroffen und du weißt es gar nicht. Eingang gewesen. Da. Schnell wie möglich weg hier. Oh, ich bin schon zu langsam, verdammt. Na gut, dann probiert es beim nächsten Mal nochmal. Wir haben dann noch schon fast alle machbaren Missionen gemacht. Man kann ja auch die Bestzeiten überall ausprobieren, aber das wird wahrscheinlich nichts. Von daher, da ich jetzt gleich Schluss machen muss, wird es für heute das gewesen sein. Und beim nächsten Mal
Je nachdem, wie, ob ich das mit den Kronen machen kann, bevor ich die ganzen Missionen abgeschlossen habe oder ja, was auch immer dann noch kommt, kann ich sagen, dass beim nächsten Mal wahrscheinlich vorbei ist. Oder auch nicht. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich den Shion-Kampf wirklich probiere. Ja. Das, könnte schon beim nächsten Mal die letzte Aufnahme, die letzte Stream von Days sein. Mal gucken. Jedenfalls, das war's für heute. Bis nächsten Samstag oder auf meinem jetzt wieder aktiven Kanal auf YouTube. Bis dahin und ciao.